Meine Damen und Herren, ich rufe auf die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein Gesetz zur Anpassung. Wir haben in der letzten Sitzung unter Nebenbemerkung im Ältestenrat über die Frage von Lautstärke gesprochen. Ich habe die parlamentarischen Geschäftsführer gebeten, ihren Beitrag zu leisten, indem sie die Fraktionen auffordern, dann auch mit ruhig zu sein und nicht nur die Präsidenten zu kritisieren, die keine Ruhe herstellen können. Ich sage das in allem Ernst jetzt. Ich bitte herzlich an dieser Stelle, wenn Sie schon reden, so zu reden, dass nicht wir alles mitbekommen. Ich will das gar nicht wissen, was Sie da. Ja, Sie haben keinen Gesprächspartner, Frau Wisse. Ja, kommen Sie hier mal an den Schriftführer, mit mir können Sie auch reden. Gut, aber leise. Bitte herzlichst einigermaßen das diszipliniert zu verfolgen. Also, ich rufe noch einmal auf, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein hessisches Gesetz zur Anpassung des hessischen Datenschutzrechts an die Verordnung EU Nr. 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie EU Nr. 2016/680 und zur Informationsfreiheit. Berichterstatter ist Herr Kollege Frömmrich. Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Beschlussempfehlung: Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen von SPD und DIE LINKE bei Stimmenthaltung der FDP, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Ich rufe dazu mit auf den Änderungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN mit der Drucksache 19/6300. Und den Änderungsantrag der Fraktion der FDP mit der Drucksache 19/6326. Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort dem Herrn Abg. Heinz für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Sie haben den Berichterstatter gehört. Wir beraten heute in zweiter Lesung. Wir haben eine umfangreiche Anhörung hinter uns. Heute haben wir auch schon einen umfangreichen Plenartag hinter uns und scheinbar auch noch vor uns. Der Gesetzentwurf hat im Wesentlichen zwei Teile bekanntermaßen. Zum einen ist es der Teil, der große Teil, der den Datenschutz betrifft. Hier nehmen wir die Anpassung an europäisches Recht vor. Dies ist gelungen aus unserer Sicht. Das hat auch die Anhörung ergeben. Viele haben uns das attestiert. Das ist uns besonders wichtig, auch der Datenschutzbeauftragte getan. Und vor allem ist uns auch wichtig die Feststellung des Datenschutzbeauftragten, die er noch einmal herausgestrichen hat, dass die Einzelmeinung, die auch vorgetragen wurde, im Rahmen der Anhörungen im Umfeld falsch ist. Der vorliegende Gesetzentwurf überschreitet die Kompetenzen des Landesgesetzgebers. Das Gegenteil ist richtig, ist ausdrücklich herausgearbeitet worden. Wichtig ist ferner die Feststellung von Prof. Rennellenfitsch, dass das Land weiterhin originäre Zuständigkeiten für den Datenschutz besitzt und nicht etwa von der EU gnädigerweise durch eine Öffnungsklausel nur verliehen bekommen hat. Das Land ist der Gesetzgeber, die EU hat auch ein großes Feld geregelt, aber wir bleiben als Landtag weiterhin dort zuständig. Der Datenschutzbeauftragte und andere Anzuhörende haben zum Datenschutzrecht darüber hinaus viele weitere wertvolle Hinweise, viele auch formaler Art gegeben. Diese greifen wir mit dem Ihnen vorliegenden Änderungsantrag, den wir einbringen, damit auch gerne auf. Und substanzielle Kritik, was den Datenschutzteil betrifft, der wurde nicht vorgetragen, nicht in der Anhörung, auch nicht darüber hinaus von betroffenen Gruppen. Deshalb bin ich auch zuversichtlich, dass dieser Teil und das Datenschutzrecht als Ganzes in Hessen weiter eine breite Akzeptanz erfährt und wir auch weiter sagen können, dass Hessen seinem Land oder seinem Ruf gerecht wird, ein Land des Datenschutzes zu sein, dass nicht nur Hessen vorn ist, sondern dass wir auch beim Datenschutz vorn sind. Dann gibt es in diesem Gesetzentwurf noch den zweiten Teil. Hierüber kann man politisch trefflich streiten. Das ist bekannt. Das haben wir auch viele Jahre getan. Das ist ein allgemeines Informationsfreiheitsrecht. Das kann man wollen. Das kann man politisch auch nicht wollen. Das ist eine Frage der politischen Bewertung. Und es ist auch kein Geheimnis, und wir haben auch als Koalition nie einen Hehl daraus gemacht, dass wir diese Frage in der Vergangenheit und zum Teil auch jetzt noch unterschiedlich politisch bewerten, was die Notwendigkeiten eines Informationsfreiheitsgesetzes als solches angeht. Dennoch, meine Damen und Herren, ist uns ein guter Kompromiss gelungen mit diesem Gesetzentwurf. Und ich will auch vielleicht das eine oder andere noch etwas zurechtrücken. In der öffentlichen Debatte, da wird manchmal etwas überzeichnet, für die Informationsfreiheit, gegen die Informationsfreiheit.
Richtig ist doch, dass es schon jetzt zahlreiche Auskunfts- und Informationsrechte in Einzelgesetzen bei persönlicher Betroffenheit gibt. Und gleichzeitig ist ja auch richtig, dass schon jetzt diese Auskunftsrechte begrenzt werden, wenn Rechte Dritter zu beeinträchtigt werden drohen. Und im Grundsatz, wenn man das Ganze einmal zusammenbindet, bleibt es auch künftig so. Die wesentliche Änderung ist, dass ein allgemeiner Auskunftsanspruch in einem eigenen Gesetz jetzt künftig begründet werden wird. Aber auch künftig werden selbstverständlich diese Auskunftsansprüche an vielen Stellen ihre Grenzen finden, wenn Rechte anderer Bürger gefährdet werden und bedroht werden oder auch in Fällen, wo der Staat in seiner Aufgabenerledigung beeinträchtigt werden würde. Denn wir haben hier bei uns keinen gläsernen Staat, den wollen wir auch nicht, denn der gläserne Staat heißt automatisch immer auch der gläserne Bürger, denn alles staatliche Handeln betrifft unmittelbar oder mittelbar auch natürlich das Leben seiner Individuen, sodass man im Einzelfall immer abwägen muss, welche Interessen vorrangig sind. Und auch dieser deutsche Blick auf den Datenschutz und auf die Informationsfreiheit hat auch gute Gründe, auch stark in der deutschen Geschichte begründet. Anders als z. B. nordische Länder, die dafür stärker bekannt sind, wollen wir eben nicht, dass jeder in alle Angelegenheiten des Nachbarn eben mal hereinschauen kann, sondern es muss grundsätzlich immer ausgewogen werden. Für uns gilt effektive Kontrolle staatlichen Handelns ja, reines Schnüffeln aus Neugier beim Nachbarn nein. Und wenn man noch einzelne Punkte, über die besonders gestritten wurde, herausgreifen will, denkt man immer sofort an die Rolle von Polizei und Verfassungsschutz. Diese, meine Damen und Herren, sind auf besonders sensiblen Feldern tätig. Und daher halten wir es auch nach wie vor für richtig und wichtig, dass beispielsweise über den § 81 Absatz 2 Polizei und Verfassungsschutz generell von der Anwendung dieses Gesetzes ausgeschlossen wurden. Aber auch im § 81 Absatz 1 sind wichtige Einschränkungen enthalten, die ein sinnvolles Arbeiten der dort genannten Einrichtungen erleichtern und ihnen für Teilbereiche ihrer Tätigkeit eine mühsame Einzelfallprüfung ersparen. Und eine wichtige Grundsatzentscheidung, das möchte ich nochmals hervorheben, war es auch den Kommunen die Wahl zu lassen, den Informationsfreiheitsteil für sich und für ihren Wirkungsbereich für anwendbar zu erklären oder eben auch nicht. Kommunale Satzungen können daneben auch bestehen bleiben. Die Stadt Frankfurt als größte hessische Stadt hat so eine solche Satzung. Sie wäre also auch durch unser Vorhaben nicht gehindert, dort das Recht anzupassen oder aufzuheben, zu ändern. Diese dritte Option, neben der Option beizutreten, nicht beizutreten, besteht auch weiterhin. Das ist echte kommunale Selbstverwaltung, die auch in diesem Landesgesetz hier ihren Ausdruck findet. Damit kann ich festhalten, dass auch der Informationsfreiheitsteil dieses Gesetzes gelungen ist. Er ist auch rund. Ein anderes Regel- und Ausnahmeverhältnis in dem § 81 kann man sich immer wünschen. Dazu wurde in der Anhörung sehr viel und breit vorgetragen. Aber es gilt dort, das ist mir noch einmal wichtig herauszustreichen, das eingangs Gesagte. Individuelle Schranken des Auskunftsanspruchs sind immer zu beachten. Wo Rechte Dritter beginnen, die überwiegen, da finden die Auskunftsrechte selbstverständlich ihre Grenzen, ungeachtet der Regelungen im § 81. Und weiterhin möchte ich abschließend hervorheben, dass der Datenschutzbeauftragte uns ausdrücklich dafür gelobt hat, Datenschutz und Informationsfreiheit in einem Gesetz in Hessen zusammenzuführen. Ich glaube, das haben wir auch an der Stelle gut gemacht. Deshalb wird es ein gutes Gesetz. Mit dem jetzt vorliegenden Änderungsantrag werden noch wichtige Änderungen eingearbeitet als Ergebnis der Anhörung. Wir sind auf einem guten Weg, dass am Donnerstag dann hier auch zu welcher Uhrzeit auch immer ein gutes Gesetz verabschiedet wird, dass wir sagen können, Hessen bleibt vorn, weil auch der Datenschutz vorn ist. Uns allen noch gute Beratungen heute Abend. Vielen Dank, Herr Kollege Heinz. Als nächstes hat das Wort Herr Abg. Dr. H.C. Jörg-Uwe Hahn für die Freien Demokraten. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin in einigen Punkten anderer Auffassung als mein Vorredner, Herr Kollege Heinz. Man hätte ein viel gelungeneres Gesetz machen können, wenn man es gewollt hätte. Aber ganz offensichtlich war insbesondere beim Bereich der Informationsfreiheit kein Mut vorhanden, sondern es wurde konservativ gemauert. Und meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, das findet man sogar in entsprechenden Gesetzen in konservativ regierten Bundesländern so nicht. Was uns am meisten stört, und deshalb werden Sie von uns auch
keine Zustimmung für diesen Gesetzentwurf bekommen können, ist, wie Sie in § 81, Herr Heinz hat schon darauf hingewiesen, eine Sondernummer für Polizeibehörden und das Landesamt für Verfassungsschutz machen. Das gibt es fast nirgendwo anders. Das gibt es fast nirgendwo anders. Und auch vollkommen zu Recht gibt es das fast nirgendwo anders. Weil, Herr Kollege Heinz, Sie haben sich ja selbst die Antwort gegeben, warum man es nicht machen muss. Weil natürlich immer noch eine Einzelfallprüfung stattfindet. Und das haben Sie jetzt gesagt, das wäre mühselig. Also, lieber Herr Kollege Heinz, da wir uns ja gut verstehen, will ich jetzt nicht ein anderes Wort nehmen, wo etwas anderes als Mühe vor dem Selig steht. Aber das geht doch so nicht. Also, man kann doch nicht sagen, bei den Sicherheitsbehörden ist uns die Arbeit viel zu schwer und die anderen Blöden sollen schon machen. Ich überspitze das jetzt einmal ein bisschen polemisch, damit man weiß, was ich meine. Und warum gerade bei den Sicherheitsbehörden? Ja, die Sicherheitsbehörden werden sicherlich feststellen, und wir haben das ja einige hier im Raum leid geprüft über 4 Jahre, ich Gott sei Dank nur 1,5 Jahre im Untersuchungsausschuss NSU gemerkt, dass man immer wieder neu prüfen muss, wo ist denn das Recht jedes Einzelnen angegriffen. Und dann muss auch nicht, darf auch nicht, nicht nur muss nicht, darf auch nicht, die Informationen herausgegeben werden. Hier drücken Sie sich, hier haben Sie ein Kokon um die Polizeibehörde und das Landesamt für Verfassungsschutz herumgezogen. Das halten wir für falsch, und aus diesem Grunde wird die FDP diesem Gesetz nicht zustimmen. Sie haben darüber hinaus eben darauf hingewiesen, dass der Datenschutzbeauftragte grundsätzlich diesen Gesetzentwurf in dem Datenschutzteil als gut beachtet. Ja? Aber Sie haben vergessen vorzutragen, dass alle Anregungen, und ich sage noch einmal, alle Anregungen, die zusätzlich der Datenschutzbeauftragte noch in der Anhörung schriftlich und mündlich vorgetragen hat, nicht übernommen haben. Nicht eine einzige. Ich finde das beachtlich. Weil manchmal ist es ja wirklich nur eine, und das merken Sie auch in unserem Antrag, ist es ja wirklich nur eine, ja, ist es eine sprachliche Übung, wenn man sagt, justizielle Tätigkeiten oder Tätigkeiten, die der richterlichen Unabhängigkeit unterliegen. Und es ist vielleicht sogar eine noch viel präzisere Beschreibung von dem Bereich, der wirklich zu schützen ist, nämlich die richterliche Unabhängigkeit. Aber die Verwaltungstätigkeit in einem Gericht ist nicht grundsätzlich zu schützen, sondern sie unterliegt genau denselben Dingen wie z. B. bei der Straßenbauverwaltung. Ich sehe da keinen Unterschied, ob da nur die Personalakte bei der Straßenbauverwaltung ist oder ob die Personalakte bei der Justiz ist. Und da muss man wieder schauen, kann man das veröffentlichen, ob das individuelle Recht des Einzelnen oder auch nicht belastet ist. Dritte Bemerkung. Wir wollen auch nicht die Schwierigkeiten provozieren, die ganz offensichtlich die berufsständischen Körperschaften des öffentlichen Rechts und deren Versorgungswerke haben. Für diejenigen, die sich mit dem Thema nicht zu 100% intensiv beschäftigt haben, und da habe ich Verständnis dafür. Das Paket war dick, die Zeit war kurz. Aber eines kann ich Ihnen sagen, ausnahmslos jedes berufsständige Versorgungswerk hat darauf hingewiesen, dass sie mit den anderen öffentlichen Körperschaften gleichgestellt werden wollen. Jetzt könnte man sich darüber streiten, und viele von Ihnen kennen mich schon lange und wissen, dass ich Freiberufler bin und dass ich vielleicht auch ganz gerne meine eigene Truppe ganz besonders angreife. Nicht verstanden habe ich, dass es 5 verschiedene Vorschläge der Oberhaupt- und Unterhaupt- und Geschäftsführer verschiedener Organisationen gegeben hat und nicht eine einzige. Ich finde, das hätten wir schon einmal machen können. Aber wir haben sie dann ja provoziert, und in unserem Gesetzentwurf ist dann die mit den Körperschaften abgestimmte Regelung für die Versorgungswerke da. Ich verstehe nicht, warum Grüne und Schwarze das nicht wenigstens das übernommen haben. Weil ich habe das Gefühl, dass Sie verstanden haben, um was für ein Problem es geht. Und ich habe auch das Gefühl, dass Sie eigentlich inhaltlich hinter dieser Lösung stehen. Sodass, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich uns allen noch 4 Minuten schenken möchte mit der Bemerkung, es war viel Arbeit. Die vorherige Abstimmung im Bereich des Datenschutzes mit dem Datenschutzbeauftragten hat zu einem relativ guten Gesetzentwurf geführt, den man aber noch hätte verfeinern müssen, insbesondere mit den Vorschlägen des Datenschutzbeauftragten. Und im Bereich der Informationsfreiheit
war Mauern angesagt und nicht die freie Information. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Als nächstes spricht für die Fraktion der Sozialdemokraten Herr Kollege Holschuh. Bitte sehr. Ja, danke schön, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, das Informationsfreiheitsgesetz und die europäischen Auflagen zum Datenschutz. Ja, auf das Informationsfreiheitsgesetz haben wir lange gewartet. Es wurde oft angekündigt, und wir haben auch oft hier daran erinnern müssen. Und jetzt, kurz vor der Legislaturperiode, haben sich die Fraktionen von CDU und GRÜNEN dazu durchringen können, ein Gesetz uns vorzulegen. Hessen bekommt ein Informationsfreiheitsgesetz versteckt als Teil 4 hinter einer Vielzahl von Änderungen und Anpassungen des hessischen Datenschutzes, die durch die Umsetzung der Europäischen Datenschutzgrundverordnung notwendig wurden. Wir finden, Hessen als Vorreiter im Datenschutz hätte es gut gestanden, selbstbewusst ein eigenständiges, modernes Transparenzgesetz vorzulegen, das auch den heutigen Anforderungen der Bürgerinnen und Bürger gegenüber den Behörden in unserem Land gerecht wird. Das haben Sie, Kolleginnen und Kollegen der Regierungsfraktion, leider mit dem, was Sie uns hier vorgelegt haben, verpasst. Daran ändert auch die Vorlage Ihres Änderungsantrags nichts, der die umfassende Kritik aus der Anhörung nur zu einem geringen Teil aufgreift. Ich möchte deshalb auch die Kritik an dem Informationsfreiheitsgesetz an den Beginn meiner Rede stellen, weil wir uns oft hier schon über Sinn und Zweck einer solchen Regelung ausgetauscht haben und es Ihnen leider trotzdem nicht gelungen ist, was mittlerweile der Bund, alle Bundesländer bis auf Bayern und Sachsen, ihren Bürgerinnen und Bürgern zugestehen. Das haben Sie nicht hinbekommen. Transparenz und Zugang zu Informationen sind notwendige Voraussetzungen für Partizipation, für Teilhabe und Mitbestimmung in einer modernen, lebendigen Demokratie. Das haben wir hier bei den vielen Diskussionen rund um ein Transparenzgesetz, unter anderem auch in unserer Vorlage, formuliert. Ohne Transparenz und ohne Mitbestimmung fehlt staatlichem Handeln die Legitimationsgrundlage. Informationsfreiheit und Zugangsfreiheit sind elementare Bürgerrechte. Staat und Politik müssen sich öffnen und Vorhaben und Entscheidungsgrundlagen nachvollziehbar machen. Deshalb war, meine Damen und Herren, die Kritik in der Anhörung gerade an dieser Stelle auch so groß. Und da teile ich Ihre Einschätzung eben nicht. Herr Heinz, es war an dieser Stelle, was den Transparenzteil betrifft, eine vielfältige Kritik da, insbesondere Transparency International, die Stiftung Datenschutz, Mehr Demokratie Hessen, Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit, die Datenschützereien Main. Alle haben formuliert, dass eine Chance vertan wurde, statt eines Informationsfreiheitsgesetzes ein Transparenzgesetz zu schaffen. Damit werden die betroffenen Behörden gefordert, initiativ Informationen zur Verfügung zu stellen, ohne dass sich die Bürgerinnen und Bürger erst auf einen aufwendigen Auftragsweg begeben müssen. Die Einschätzung, dass sich Hessen aus dem kleinen Kreis der Bundesländer ohne gesetzlich geregelten Informationszugang mit diesem Gesetz löst und wenigstens zu den anderen 12 mit Regelungen aufschließt, ist nur ein schwacher Trost. Denn jetzt, und das haben alle festgestellt, haben wir das schlechteste der Länder, die eins haben. Und das, obwohl auch der Datenschutzbeauftragte, Prof. Nellenfitsch, auch noch einmal herausgestellt hat, dass Hessen als Vorreiter im Datenschutz gegolten hat. Leider erfüllt dieses Gesetz an dieser Stelle die Vorreiterrolle auf keinen Fall. Was unsere Auffassung bestätigt hat, ist, dass fast alle diese Bereichsausnahmen, die jetzt auch von Herrn Dr. Hahn angesprochen wurden, dass diese Bereichsausnahmen so umfassend gestaltet wurden, vor allen Dingen so pauschal gestaltet wurden. Diese pauschale Regelung, unter anderem, dass die Kommunen erst einmal ausgenommen sind und erst mit einer eigenen Satzung erklären müssen, dass dieses Gesetz auch für sich selbst gilt, hat kein anderes Bundesland, und ich glaube auch zu Recht. Zu was führt es dann in der Praxis? Die meisten Kommunen werden solch eine Satzung gar nicht verabschieden, zumindest wenn vor Ort CDU-Mehrheiten das Sagen haben. Wenn sich ein Kreis, eine Stadt oder eine Gemeinde entschließt, eine eigene Regelung zu treffen, besteht doch die Gefahr, dass wir uns in einer zersplitterten Landschaft mit unterschiedlichen Satzungen entwickeln, die den Begriff Transparenz geradezu ad absurdum führen.
Herr Eiermann hat uns in der Anhörung aus den Erfahrungen aus Rheinland-Pfalz berichtet. Dabei zeigt sich, es ist nicht so, wie behauptet wird, immenser Aufwand bei den Verwaltungen, unzählige Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern, ausufernde Kosten und, wie ich eben gehört habe, Schnüffeln beim Nachbarn. Das ist doch nicht die Intention eines Transparenzgesetzes, meine Damen und Herren. Teilweise haben wir ja Erfahrungen aus den anderen Ländern. Wir haben teilweise in Brandenburg z.B. schon 20 Jahre so ein Gesetz. Seit 20 Jahren ist so ein Gesetz in Kraft. Beim Bund immerhin schon seit 10 Jahren. Nirgends, aber auch nirgendwo wird davon berichtet, dass irgendwelche Verwaltungen lahmgelegt werden. Es geht doch vielmehr darum, dass das berechtigte Interesse an Entscheidungsgründen, die Beschlüsse der Gremien verständlich gemacht werden, dass Informationen zugänglich gemacht werden, die helfen, dass wir und warum zu verstehen. Genau das wurde uns ja auch von unseren Pfälzer Nachbarn berichtet. Die Informationsmöglichkeiten dort sind umfassend, und die moderierende Funktion des Landesbeauftragten kann vielfach eher zum Rechtsfrieden beitragen und eben nicht zu Streit zwischen Kommune und Bürger. Deutschlandweit einmalig, und Herr Dr. Hahn hat es angesprochen, und das war ja auch ein Hauptkritikpunkt in der Anhörung, ist völlig absolut nicht nachvollziehbar ist, warum Polizei und Landesverfassungsschutz pauschal von den Regelungen des IFG ausgenommen sind. Das kann uns wirklich nicht so stehen bleiben und wird auch bei uns zu der Ablehnung dieses Gesetzes führen. Das ist absolut nicht zeitgemäß. Es wurde auch unter anderem auch vom Innenminister darauf hingewiesen, dass es spezialgesetzliche Regelungen gibt, und da wurde auch darauf verwiesen. Aber das stimmt ganz einfach nicht. Das stimmt nur dort, wo direkt betroffene Personen auskunftsberechtigt sind. Es geht doch gerade eben nicht darum, dass es die direkt betroffenen Personen betrifft, sondern dass man Verfahren überprüft, dass man eben Regelungen der allgemeinen Sache überprüft, eben auch dann, wenn Dritte davon betroffen sind. Und genau das muss man mit so einem Gesetz regeln, und genau das ist eben hier nicht geregelt. Vielfach, und das haben wir in der Anhörung auch gehört, wurde festgestellt, und dem können wir, und da müssen die Grünen heute auch mit durch, die Kritik an der Umsetzung sowie den handwerklichen und technischen Fragen ist erheblich, und es scheitert offensichtlich daran, dass die Ansätze von der CDU und von Grünen eben diametral auseinanderliegen, aber das werden Sie der Öffentlichkeit erklären müssen, und das werden Sie sicher nachher auch noch tun. Die Kritik: die vielen Ausnahmebereiche sind meist nicht begründet, und die Änderungen, die Sie uns vorgelegt haben, und der Versuch, das eine oder andere noch zu heilen, ändert die grundsätzliche Ablehnung unserer Fraktion nicht. Es zeigt vielmehr, dass es eben nicht funktioniert, wenn man die Gesetze, bei denen man sich nicht einig ist, bis zum Schluss aufhebt. Was dabei herauskommt, kann man hier recht gut sehen. Vor lauter Kompromisse nur noch ein Niemand weh und Niemand ach. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch zu den Teilen kommen, die sich mit der Umsetzung der Europäischen Datenschutzgrundverordnung beschäftigt. Hinter dem sperrigen Begriff verbirgt sich die Vereinheitlichung der Datenschutzregeln aller 28 Mitgliedstaaten. Zunehmend, und das erkennt man in der aktuellen Diskussion, unter anderem auch Facebook in den letzten Wochen, erkennen auch Unternehmen, wie wichtig es ist, einen entsprechenden Datenschutz zu bieten und Transparenz, was mit den Daten ihrer Kunden passiert, zu schaffen. Facebook wäre sicher nicht bereit gewesen, die Regelungen so transparent zu machen, wie sie es momentan versuchen, wenn nicht die Europäische Datenschutzgrundverordnung und die Regelungen in Europa dazu geführt hätten, dass der Druck auch auf solche Unternehmen steigt. Ich habe 28 Gesetze gezählt, die dem Gesetzentwurf Berücksichtigung finden und geändert bzw. angepasst werden. Dies alles handwerklich gut auf den Weg zu bringen, war eine absolute Fleißarbeit, und ich möchte mich bei den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landesregierung und den Ministerien bedanken, die den Regierungsfraktionen von CDU und GRÜNEN diesen Gesetzentwurf erstellt haben. Besonders auch das Team rund um den hessischen Datenschutzbeauftragten, Herrn Prof. Ronellenfitsch, war uns in den Sitzungen des Unterausschusses Datenschutz, aber auch im Innenausschuss immer mit der Fachkompetenz zur Seite gestanden. Und das hat es uns in der Bewertung auch einfacher gemacht. Wie schwer es war, alles zu berücksichtigen, und vor allem die schwierige europäische Richtliniengebung unter Beachtung Bundesrecht umzusetzen,
hat sich in der Anhörung gezeigt. Wir alle, glaube ich, waren überrascht, wie viele vor allem auch grundsätzliche Änderungen von den Anzuhörenden vorgetragen wurden. Jeder, der sich schriftlich oder mündlich geäußert hat, hat eine Vielzahl von Vorschlägen, unter anderem auch der Hessische Datenschutzbeauftragte, aber auch andere, die sehr fachlich dezidiert ihre Meinung zu Gehör gebracht haben. Leider hat es fast nicht Eingang gefunden in ihre Änderungsvorschläge. Schade, denn vieles von dem, was dort in der Anhörung kritisiert wurde, wurde Ihnen sicher auch schon im Vorfeld bei der Erstellung des Fraktionsgesetzes zugetragen und entsprechend haben Sie die Informationen eingeholt. Es ist schon erstaunlich, dass deshalb vorhin wurde vorgetragen, unverändert das Gesetz anzunehmen, und dann haben Sie einen Änderungsantrag, der 16 Seiten hat. Da gehört schon ganz schön Huspel dazu, das so vorzutragen. Kollege, Sie müssen bitte dringend zum Ende kommen. Ich komme zum Ende. Es wurde zwar schon gesagt, dass wir uns am Donnerstag noch einmal darüber unterhalten, aber ich glaube, keiner hat bis jetzt förmlich die dritte Lesung beantragt. Das tue ich hiermit. Ich denke, wir müssen uns zumindest über die Änderungen noch einmal im Ausschuss beraten und müssen am Donnerstag auch noch einmal eine dritte Lesung machen. Wir haben mit den vorgelegten Änderungen zwar so ein bisschen das Fahrrad verbessert. Immerhin kommt man damit auch voran, aber es macht noch lange keinen Opel Insignia daraus. Über die Änderungen. Herr Kollege, bitte allerletzter Satz. Vielen Dank, Herr Kollege Holschuh. Als nächstes spricht Herr Abg. Dr. Wilken für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Um es gleich zu Anfang zu sagen, dieses Gesetz ist und wird nicht zustimmungsfähig für DIE LINKE, je weiter Sie da auch dran rumdoktern. Ich will uns alle noch einmal daran erinnern, dass die Regierungsfraktionen es nicht geschafft haben, ihre Verbesserungsvorschläge, also Änderungsanträge, rechtzeitig für den Ausschuss bereitzustellen, weswegen es notwendig ist, dass wir heute in einer Nachtsitzung darüber noch einmal beraten müssen. Auch das ist schlechtes Handeln seitens der Regierungsfraktionen, sich eben nicht an die Zeitläufe dieses Parlaments zu halten. Apropos Zeitläufe, das kommt jetzt vollkommen überraschend, dass bis Mai, also bis nächsten Monat, die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung passieren muss. Sie hatten 2 Jahre Zeit, das zu machen. Und jetzt auf dem letzten Drücker sollen wir es hier durchboxen. Und, Herr Heinz, Sie müssen sich schon einmal entscheiden, ob so, wie Sie es jetzt eben dargestellt haben, dass das in der Anhörung prinzipiell gut beurteilt worden ist und ein paar kleine formale Sachen jetzt mit Ihren Änderungsanträgen verbessert werden, oder ob Sie Ihrer eigenen Begründung des Änderungsantrags glauben. Und da lese ich jetzt einmal kurz daraus vor. In der Anhörung des Innenausschusses und Unterausschusses Datenschutz wurden von Sachverständigen teilweise deutliche Bedenken in Bezug auf die Vereinbarkeit einzelner Vorschriften mit den Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung vorgetragen. Soweit diese rechtlichen Bedenken durch eine kritische Überprüfung nicht ausgeräumt werden konnten, werden mit dem Änderungsantrag Anpassungen der betreffenden Regelung an die Datenschutzvorschriften vorgenommen und, wo dies nicht möglich ist, Bestimmungen aus dem Gesetzentwurf gestrichen. Das ist nicht kleine formale Änderungen, sondern in der Anhörung ist deutlich gemacht, Sie haben uns Quatsch vorgelegt. Sie haben nicht gut gearbeitet. Und auch mit Ihrem Änderungsantrag jetzt ist es nicht möglich, die Fehler, die Sie da reingebaut haben, zu beheben. Allein deswegen bleibt es nicht zustimmungsfähig. Dass die FDP unseren kleinen Hinweis
Änderungsantrag war ja auch schon mal im Ausschuss, dann den formalen Fehler noch korrigiert haben. Bis heute ist schon mal ganz gut. Aber auch diesem Antrag werden wir so nicht zustimmen können, weil er an den falschen Stellen repariert. Jetzt noch einmal zwei Gedanken zu diesem Nicht-Informationsfreiheitsgesetz, was BÜNDNIS 90 die Schwarzen uns hier vorlegen. Ich zitiere Herrn Prof. Ronellenfitsch aus der letzten Sitzung, wo er gesagt hat, na ja, es ist bestenfalls die Grundlage, auf der man dann ein Informationsfreiheitsgesetz schaffen kann. Und ich stimme dieser Aussage von Herrn Prof. Ronellenfitsch zu. Das, was wir bzw. Sie hier jetzt beschließen werden, ist kein Informationsfreiheitsgesetz. Es ist vor allen Dingen kein Transparenzgesetz. Es ist das, was offensichtlich BÜNDNIS 90 die Schwarzen hier vorlegen können. Aber uns reicht das hinten und vorne nicht. Ich will als letzte Bemerkung zu diesem Gesetz heute hier ganz klar sagen, Herr Heinz, Sie haben das so weit von sich gewiesen, dass wir einen gläsernen Staat nicht haben wollen, weil das gläserner Bürger heißt. Ich widerspreche Ihnen ausdrücklich. Wir wollen ein gläsernes Rathaus, wir wollen gläserne Ministerien und wir wollen eine gläserne Staatskanzlei, weil diese Daten, mit denen dort gearbeitet wird, nicht dem Staat gehören, sondern Bürgerinnen und Bürgern, die zu Recht eine Auskunftspflicht gegenüber der Verwaltung und nichts anderes ist es, einfordern können, damit wir auch im Zweifelsfall alle verstehen und kontrollieren können, wie dieser Staat handelt. Und da geht es nicht um Schnüffelei, sondern da geht es um Transparenz. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Wilken. Als nächstes spricht Herr Abg. Frömmrich für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Man kann an der Debatte sehen, wie unterschiedlich Anhörungen aufgefasst und wahrgenommen werden. Das hat hier das ganze Potpourri dessen gegeben, wie man so einen Gesetzentwurf bewerten kann. Ich sage nachher noch etwas zur Informationsfreiheit, weil das hat ja hier, oder vielleicht fangen wir auch damit an, das hat ja hier die gesamte Debatte eigentlich bestimmt. Ich kann das auch verstehen, weil es natürlich für Sie sozusagen der politische Punkt ist, wo Sie versuchen, den Keil zwischen CDU und GRÜNE zu treiben. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir das von Anfang an gesagt haben. Ich habe von Anfang an in diesem Hause, Kollege Heinz hat es gerade wieder betont, wir haben das bei verschiedenen Debatten hier, wo Sie auch Informationsfreiheitsgesetze gefordert haben, haben wir das immer wieder betont. Wir haben uns im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, etwas zu machen. Das machen wir jetzt. Wir haben aber in vielen Punkten keine Einigung erzielt, bzw. wir sehen viele Punkte anders als die Kolleginnen und Kollegen von der CDU. Das ist auch kein Geheimnis. Das haben wir hier immer wieder gemacht. Aber das ist ein erster Schritt in Richtung eines Informationsfreiheitsgesetzes, die Regelungen im Teil 4 dieses Gesetzes. Und von da, glaube ich, haben wir einen guten Schritt getan. Und ich finde, das sollte man vielleicht auch einmal feststellen. Ich habe das in der ersten Lesung schon gesagt, und ich finde, dass es eigentlich zu kurz greift, wie hier diskutiert worden ist und wie über diesen ganzen Regelungskomplex hier geredet worden ist. Ich will es noch einmal betonen, weil das fehlt mir eigentlich hier in der Diskussion. Das, was wir hier heute beraten, auch den Teil 4, die Frage der Informationsfreiheit. Aber das, was wir hier beraten, ist ein riesiges Werk und ist ein riesiger Quantensprung für die europäische Datenschutzpolitik, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist ein Riesenquantensprung. Wir setzen die Europäische Datenschutzgrundverordnung um. Die Europäische Datenschutzgrundverordnung ist demnächst unmittelbar geltendes Recht. Das heißt, Datenschutzregelungen gelten in allen europäischen Ländern. Und das, was wir bisher gehabt haben, dass es sehr unterschiedliche Standards im Bereich des Datenschutzes gibt, diese Dinge werden geändert. Es gibt Mindeststandards, an die sich alle Länder zu halten haben. Und das ist, finde ich, ein großer Schritt nach vorne im Bereich des Datenschutzes. Und ich finde, das sollte man in einer solchen Debatte auch würdigen. Zweiter Punkt.
Wir setzen die europäische Datenschutzrichtlinie um, auch ein großes Werk, was hier umgesetzt wird. Wir setzen mit diesem Gesetz das Bundesdatenschutzgesetz um. Wir machen die eigenen Regelungen des Hessischen Datenschutzgesetzes, und wir regeln in dem Datenschutzgesetz dann auch die Informationsfreiheit im Teil 4. Ich will vielleicht einmal die Kolleginnen und Kollegen, die hier vor mir geredet haben, daran erinnern, wie die Zeitabläufe waren. Vielleicht kann man sich das denn auch noch einmal intellektuell vor Augen führen, wie man dann zu solchen Gesetzen kommt. Also, die Europäische Datenschutzgrundverordnung ist im Mai 2016, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ins Werk gesetzt worden. Ich war neulich mit dem Kollegen Jan-Philipp Albrecht zusammen, der das ja als Berichterstatter im Europäischen Parlament vertreten hat, und wo wir über diesen Zusammenhang geredet haben. Also im Mai 2016 die Europäische Datenschutzgrundverordnung. Dann haben wir das Bundesdatenschutzgesetz, was sich dann sozusagen diesen Regelungen anpassen musste. Das war im November 2017. November 2017. Und wir sind jetzt mit den Regelungen, die wir hier treffen, im April 2018. Jetzt können Sie an den Zeitabläufen schon alleine sehen, wenn Sie die Datenschutzgrundverordnung umsetzen wollen, wenn Sie dann gleichzeitig im Gesetz auch noch die Änderungen einfügen wollen, die sozusagen im Bundesdatenschutzgesetz drin sind, dann frage ich mich, wie Sie mit all der Fachkompetenz, wie Sie hier vorgetragen haben, dieses Gesetz schneller auf den Weg bringen konnten, wie diese Koalition das gemacht hat. Das ist wirklich ein bisschen eine intellektuelle Beleidigung, aber ich will das mal beiseite tan. Also, es ist unmittelbar geltendes Recht, und die Zeitabläufe sind nun einmal so gewesen, wie sie waren. Und wenn Sie dann auch noch, der Kollege Holschuh hat das ja dankenswerterweise gesagt, wenn Sie dann auch noch die 28 Gesetze, die spezialgesetzliche Änderungen vornehmen, wenn Sie sie dann auch noch anschauen, dann sehen Sie, was das für eine Arbeit gewesen ist, dieses Gesetz auf den Weg zu bringen. Und dafür will ich ausdrücklich einmal den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Hessischen Ministerium des Innern und für Sport danken, die da maßgeblich daran mitgearbeitet haben und die auch in der Abstimmung mit dem Datenschutzbeauftragten, der da ganz eng eingebunden war bei der Erstellung dieses Gesetzes, viel Arbeit investiert haben. Und so redet man nicht über solche Gesetze, wo so viel Arbeit investiert worden ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich könnte jetzt hier einmal aufzählen, was das eigentlich für ein Quantensprung ist für die europäische. Sie müssen sich dann irgendwann schon einmal entscheiden. Erst beschimpfen Sie uns dafür, dass wir uns von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern helfen lassen, und dann am Ende und sagen, dass das, was wir vorlegen, ganz schlecht ist und miserabel ist. Und am Ende bedanken Sie sich auch bei den Mitarbeitern dafür, dass Sie bei unserem miserablen Gesetz mitgearbeitet haben. Also, Sie müssten sich in der Argumentation vielleicht schon mal ein bisschen freier machen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber okay. Das Gesetz ist auf dem Weg, und von daher will ich dann vielleicht auch noch einmal, weil die Kritik ja auch gekommen ist, noch einmal den Datenschutzbeauftragten zitieren. Der Datenschutzbeauftragte hat in der Innenausschusssitzung am 12.04.2018 gesagt, mit der anstehenden Novelle werde das modernste Datenschutzrecht geschaffen. Zitat zu Ende. Und ich finde, darauf können wir als Koalition voll stolz sein, dass wir ein solches Gesetz vorlegen, meine Damen und Herren. Und das, was Sie hier vorgetragen haben, stimmt zumindest nicht mit dem überein, was in dem Gesetz steht und was der Datenschutzbeauftragte dazu gesagt hat. Und dann sieht es so aus, dass Sie hier das Informationsfreiheitsgesetz in die Debatte gebracht haben und die meisten Regelungen daraus kritisiert haben. Ich will auch da noch einmal an die Anhörung erinnern. Wir haben da eine große Bandbreite gehabt von Leuten, die da angehört worden sind. Wir haben beim Informationsfreiheitsgesetz die Leute gehabt, die gesagt haben, das brauchen wir überhaupt nicht. Das ist vollkommen irre, was ihr da schafft. Ich sage mal, alle Bereich kommunale Verwaltung, dann waren noch welche dabei, die Kammern, die gefordert haben, dass sie da mal gar nicht drin stehen können. Also da gab es einen großen Kritikpunkt von denen, die gesagt haben, es geht viel zu weit, das brauchen wir alles nicht. Und dann gab es diejenigen, die auf der anderen Seite gesessen haben, die haben Sie gerade alle zitiert, die gesagt haben, das ist alles schlecht, das ist viel zu wenig. Also da müssen Sie sich vielleicht auch, wenn Sie so eine Anhörung auswerten, vielleicht auch mal die Stellungnahmen derer angucken. Also, noch einmal, wir haben das umgesetzt. Ich könnte mir in vielen Bereichen, was die Informationsfreiheit angeht, viele Sachen vorstellen, die weitergehen
ich stimme mit dem Kollegen Rüdiger Hohlschuh vollkommen überein, wenn er sagt, dass natürlich zu einer modernen Gesellschaft der informierte Bürger gehört. Und der informierte Bürger und der Bürger, der mitbestimmen soll, der mitarbeiten soll, den man einbeziehen will, muss informiert sein. Er muss sich Informationen zur Verfügung stellen. Am besten schon viel früher als über ein Informationsfreiheitsgesetz. Nämlich, meine Vorstellung ist, dass wir da Open Government haben, nämlich dass Sachen, die sowieso vorliegen, sowieso im Netz sind. Dann brauche ich erst gar keine Anträge bei Behörden zu stellen, um das zu tun. Nur das ist in der Koalition nun mal so, dass das nicht das Wünschenswerte und das von einer Fraktion Präferierte durchgesetzt wird, sondern dass in solchen Gesetzgebungsverfahren Kompromisse gesucht werden. Die Kolleginnen und Kollegen der CDU sehen das in der Frage etwas anders. Und deswegen glaube ich, dass wir hier einen ersten Schritt gegangen sind und dass auf diesen ersten Schritt natürlich dann auch weitere Schritte folgen können. Ich war neulich bei der Tagung der Informationsfreiheitsbeauftragten der Bundesrepublik Deutschland eingeladen, wo sich alle Bundesländer treffen. Und genau diesen Themenkomplex haben wir diskutiert. Und ich habe auch dargestellt, was wir machen und warum wir das so machen. Und ich kann Ihnen nur sagen, dass in dieser Veranstaltung, nämlich der Informationsfreiheitsbeauftragten der Bundesländer, mehr Verständnis für politische Prozesse vorhanden ist, als ich sie hier in diesem Hause in dieser Debatte heute gesehen habe. Die hat nämlich sehr viel Verständnis dafür, dass natürlich solche Gesetze in Zusammenarbeit zweier Fraktionen entstehen und dass das, was am Ende da vorgelegt wird, Kompromiss ist. Das macht die SPD, glaube ich, auf Bundesebene auch so. Deswegen finde ich, sollte man das vielleicht auch einmal in Erinnerung rufen. Meine liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will zum Schluss kommen. Wir haben noch einen umfangreichen Änderungsantrag vorgelegt. Dieser umfangreiche Änderungsantrag beinhaltet im Übrigen auch viele Vorschläge, die von den Datenschutzbeauftragten gemacht worden sind. Von daher ist es auch nicht so ganz richtig. Die Regelungen über die Videoüberwachung werden enger gefasst. Auch im Bereich der Informationspflichten bei der Erhebung von Daten werden gestärkt und da wird noch nachjustiert, auch im Bereich sprachlicher Dinge, was die Frage der Informationsfreiheit angeht. Da justieren wir auch nach. Von daher ist es auch nicht ganz richtig, was hier behauptet worden ist, dass wir keine Dinge auch der Datenschutzbeauftragten übernommen haben. Die Vorschläge, die da gemacht worden sind, sind in großen Teilen übernommen worden. Ich freue mich auf die Diskussion heute Abend im Ausschuss, auch wenn es spät wird. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Frömmrich. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Beuth. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich darf mich ganz herzlich bei den Kolleginnen und Kollegen bedanken, die die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur des Innenministeriums, sondern auch der Häuser in der Landesregierung hier gewertschätzt und anerkannt haben. Weil ich finde, das ist schon bemerkenswert, dass innerhalb einer relativ kurzen Zeit, und diese relativ kurze Zeit war nicht von uns ausgelöst, sondern wie Sie das alle wissen, auch wenn es hier anders behauptet worden ist, der Tatsache geschuldet war, dass das Bundesdatenschutzgesetz erst im Sommer des letzten Jahres überhaupt das Licht der Welt erblickt hat, die in einer sehr kurzen Zeit wirklich in 28 Fachgesetzen und dann darüber hinaus noch im Datenschutzgesetz und eben ein Informationszugangsgesetz zu machen hatten, die das in der Form gemacht haben. Ich bin den Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr dankbar, nicht nur, wie gesagt, unseres Hauses, sondern auch der kompletten Landesregierung. Das ist wirklich ein sehr gutes Werk gewesen, meine Damen und Herren. Ich werde mich bemühen, keinen Ältestenrat zu provozieren, aber die Tatsache, dass hier ein Abgeordneter dieses Gesetz als Quatsch bezeichnet hat, ist zumindest maßlos in der Kritik, meine Damen und Herren. Und diese Unverschämtheit weise ich mit Nachdruck zurück. Meine Damen und Herren, wenn man den Umfang des Gesetzentwurfs berücksichtigt, ist der Umfang der Kritik daran verhältnismäßig gering. Also nicht hier im Plenarsaal, sondern von denen, die etwas von der Sache verstehen, also von den Sachverständigen im Innenausschuss des Hessischen Landtages. Viele der angehörten Sachverständigen haben den Entwurf insgesamt begrüßt, wobei eben insbesondere die Verbindung der Anpassung des Datenschutzrechts an die Datenschutzgrundverordnung mit der Umsetzung der JI-Richtlinie in einem einzigen Gesetz begrüßt wurde. Kritik am Gesetzentwurf wurde im Wesentlichen mit Zweifeln an der Vereinbarkeit einzelner Regelungen mit den Vorschriften des EU-Datenschutzrechts begründet und in Bezug auf den Teil des Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes geäußert, der das Informationszugangsrecht regelt.
In Bezug auf die Bedenken, die an der Vereinbarkeit einzelner Vorschriften mit dem Europarecht geäußert wurden, war einiges prüfenswert, meine Damen und Herren. Insgesamt ist dazu aus der Sicht der Landesregierung jedoch festzustellen, dass die Kritik zurzeit notwendigerweise eine Interpretation des EU-Rechts darstellt, eine hundertprozentig sichere Auslegung, ohne auch nur eine einzige Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes, ist daher im Moment überhaupt nicht möglich. Insofern ist aus Sicht der Landesregierung der Gesetzentwurf in seiner wesentlichen Struktur auch erhalten geblieben und begrüßenswert. Auch vor diesem Hintergrund haben wir dieses Gesetz synchron im Grunde genommen mit dem Bundesdatenschutzgesetz hier Ihnen vorgelegt, weil wir natürlich davon profitieren werden, wenn das Bundesdatenschutzgesetz einer Auslegung vor deutschen Gerichten zugeführt wird, dass wir da natürlich dann ganz unmittelbar auch unsere eigenen Auslegungskriterien entsprechend anpassen können für unser hessisches Datenschutzrecht. Der zweite nennenswerte Kritikpunkt war natürlich im Zusammenhang mit den Vorschriften zur Informationsfreiheit. Das war schon deshalb zu erwarten, weil bei einigen Interessenvertretern offenbar eine sehr idealistische Sicht, um dieses vorsichtig zu formulieren, auf das Recht des Informationszugangs besteht. Diese Kritiker übersehen vielfach, dass es in jedem, meine Damen und Herren, in jedem Informationsfreiheits- und Transparenzgesetz stets Regeln zur Beschränkung des Anspruchs geben muss, der Schutz personenbezogener Daten, der Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse oder der behördlicher Entscheidungsprozesse erfordert eben diese Beschränkung. Man kommt also in keinem Informationsfreiheitsgesetz ohne solche Ausschlussgründe aus, meine Damen und Herren. Dennoch wird immer wieder der Eindruck erweckt, dass dies möglich sei. Die Kritik an dem Gesetzentwurf, er enthalte zu viele Ausschlussgründe, relativiert sich insoweit bereits. Der vorgelegte Gesetzentwurf hinkt anderen Informationsfreiheitsgesetzen in keiner Weise hinterher, meine Damen und Herren. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie noch einmal darauf hingewiesen haben, dass wir die Bereiche des Landesamtes für Verfassungsschutz und der Polizei entsprechend ausgenommen haben oder mit entsprechenden Bereichsausnahmen versehen haben, meine Damen und Herren. Das ist auch anders als hier behauptet worden ist in der Debatte, überhaupt kein Einzelfall. Es sind mehrere Bundesländer, die Mehrheit der Bundesländer, die eine Bereichsausnahme für deren Landesämter für Verfassungsschutz vorsehen. Das sind Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen-Anhalt, Thüringen und der Bund, meine Damen und Herren. Tun Sie doch nicht so, als wenn das sozusagen irgendeine exklusive Nummer von Schwarz-Grün hier in Hessen wäre. Es ist schlicht und ergreifend falsch, meine Damen und Herren. Und natürlich ist es so, dass auch in anderen Bundesländern der Bereich der Polizei entsprechend ausgenommen ist, möglicherweise nicht in jedem Detail. Aber über die Überleitungsnorm, die mal abgesehen von Bayern, die die Polizei ausgenommen haben, aber über die Überleitungsnorm sind entsprechende Bereichsausnahmen auch in anderen Bundesländern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hamburg, Saarland, Sachsen-Anhalt und Thüringen entsprechend vorgesehen, meine Damen und Herren. Auch das ist nicht verwunderlich. Und, lieber Herr Kollege Holschuh, wenn Sie hier sagen, man müsse die Polizei mit aufnehmen, damit man sozusagen dort eine Transparenz herstellen kann, dann muss man leider sagen, der Gegenstand, den die Polizei zu behandeln hat, erkennungsdienstliche Maßnahmen, Polizeitaktik usw., das sind doch alles keine Gegenstände, die man sozusagen in der Öffentlichkeit breittreten kann. Da muss es eine entsprechende Ausnahme geben. Dies darf im Grunde genommen gar nicht in die Öffentlichkeit getragen werden. Deswegen ist der Ansatz, den wir hier gewählt haben, der richtige. Und es ist niemals behauptet worden, dass sozusagen Informationsfreiheit im Polizeigesetz verankert ist. Aber das, was für die Bürgerinnen und Bürger von großer Bedeutung ist, dass jeder Bürger sich selbst sozusagen vergewissern kann, was sind für Daten von mir bei der Polizei gespeichert, dafür gibt es abschließende Regeln im hessischen Sicherheits- und Ordnungsgesetz. Insofern war das nicht erforderlich, hier auch entsprechend aufzunehmen. Meine Damen und Herren, ich komme im Interesse der Zeit zum Schluss und will zumindest noch kurz darauf hingewiesen haben, dass wir mit dem Änderungsantrag, den wir hier eingebracht haben, ja,
der einen großen Umfang hat. Ja, ich habe vorhin gesagt, das ist ein Stück weit der Zeit geschuldet, die wir nur hatten, um das entsprechende Gesetzgebungsverfahren so durchzuführen bzw. die Vorbereitung so durchzuführen. Das wäre oder ist sozusagen eben diesem Umstand geschuldet. Aber ich will trotzdem noch einmal daran erinnern. Der Hessische Datenschutzbeauftragte konnte in der Anhörung nicht da sein. Aber es war ihm so wichtig, noch einmal deutlich zu machen, dass das, was wir hier vorgelegt haben, das hessische Datenschutzrecht insgesamt, dass das sozusagen in der Sache her in Ordnung ist und gut ist. Es war ihm so wichtig, dass er beim letzten Mal extra in den Innenausschuss gekommen ist, um unser Gesetz noch einmal zu loben. Also insofern auch hier die Mehr, der Datenschutzbeauftragte würde dieses Gesetz kritisieren. Stimmt ebenfalls nicht. Aber ich habe nicht die Hoffnung, dass ich Sie hier, die Oppositionsfraktionen, hier noch von überzeugen kann, meine Damen und Herren. Wir haben ein gutes Datenschutzrecht gemacht, ein gutes Informationszugangsrecht gemacht, meine Damen und Herren. Wir werden das nachher im Ausschuss noch einmal miteinander erörtern, den entsprechenden Änderungsantrag. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir es am Donnerstag ins Gesetzblatt kriegen. Dann haben wir wieder ein modernes Datenschutzrecht. Und ich glaube, wir sind bei der Frage des Datenschutzrechts wieder weit, weit vorne vor allen anderen Bundesländern. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Mir liegen keine Wortmeldungen mehr vor. Damit ist die zweite Lesung durchgeführt. Die dritte Lesung beantragt. Das heißt, wir überweisen zur Beratung den Gesetzentwurf in der Form der Beschlussempfehlung zusammen mit den beiden eingebrachten Änderungsanträgen, Drucksache 19/6300 und 19/6326, in den Innenausschuss und mitberatend den UdS. Die Sitzungen dazu sind ja schon für heute Abend aufgerufen.